Crafter 23456 hat mich unter dem Hashtag Wie geht YouTube gefragt, man kann ein Brandkonto erstellen auf einem Google-Account. Muss man für einen zweiten Kanal noch ein Google-Konto machen? Nein, muss man nicht. Es ist super, super einfach, bei einem bestehenden Account noch einen neuen Kanal zu eröffnen. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir heute. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und dieses Erstellen von einem neuen Kanal geht wirklich super, super schnell, wenn man schon einen bestehenden Account hat. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt am Computer. Wenn wir jetzt hier auf YouTube sind und sichergestellt haben, dass wir mit genau dem Konto angemeldet sind, unter dem wir einen weiteren Kanal erstellen wollen, gehen wir auf die Webseite youtube.com/channelswitcher. Diese findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Hier klickst du jetzt einfach auf Neuen Kanal erstellen. Dies leitet dich auf diese Webseite weiter, wo du einfach nur einen Namen angeben musst. Dann gehst du jetzt einfach hier hin, schreibst irgendwie den Namen deines Kanals. Das ist jetzt, meiner heißt jetzt Neuer Kanal, das ist ja nur ein Beispiel. Aber hier gibst du genau den Namen ein, der später bei deinem Kanal als Kanalname stehen soll, ganz, ganz wichtig, und gehst auf Erstellen. Und das war's dann auch schon. Super simpel, super einfach, du wirst jetzt weitergeleitet und tada, du hast einen neuen Kanal erstellt. Ich habe es ja gesagt, es geht super, super schnell, allerdings ist es nicht ganz so einfach, diese Seite zu finden, daher hier dieses Video. Hast du noch weitere Fragen, dann schreib sie doch unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, tschüss, euer Jan.